Marc Haider, Siegtorschütze heute zum 1-0. Ihr habt es ja echt ganz schön lange spannend gemacht heute. Ja, denke ich auch. Es war das erwartet schwere Spiel, was wir heute gehabt haben. Aber wir haben nicht aufgesteckt, wir haben immer weitergemacht, haben daran geglaubt, irgendwann das Tor zu machen. Und das ist uns dann, ja, zu spät, aber es ist uns gelungen. Und deshalb sind wir überglücklich, dass wir die 3 Punkte zu Hause behalten konnten. In der ersten Halbzeit war das ja ein sehr, sehr enges Spiel. Man hat das Gefühl, im Mittelfeld, sehr enge Partie vor dem 16er, ja, fehlte so ein bisschen das Quäntchen Glück und auch die Durchschlagskraft. Was habt ihr dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht, dass ihr dann doch am Ende das Tor dann erzwungen habt? Ich denke, wir sind einfach dabei geblieben, haben uns ja nicht irgendwie einreden müssen oder haben uns nicht eingeredet, dass heute irgendwas schlecht ist. Wir haben einfach dran geglaubt und haben einfach da weitergemacht, wo wir erste Halbzeit aufgehört haben. Und dann hatten wir zum Schluss das Glück und ja, wir sind alle überglücklich, dass es halt zu den 3 Punkten gereicht hat. Als Siegtorschütze durftest du nach der Partie auf den Zaun mit den Fans feiern. Was ist das für ein Gefühl? Beschreib mal kurz. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, für jeden Spieler ist es unglaublich schön, erstmal Tore zu schießen. Dann für den Verein Tore zu schießen, wo man angefangen hat, Fußball zu spielen oder professionell Fußball zu spielen. Und dann mit den Leuten zu feiern, wo man teilweise aus seinem Heimatdorf Leute in der Fankurve sieht. Das ist ja unglaublich und macht einfach nur Riesenspaß. Nächste Woche Auswärtsspiel beim Halleschen FC. Was nehmt ihr euch dafür vor? Wir nehmen uns das vor, dass wir das Spiel jetzt analysieren, unsere Schlüsse daraus ziehen, was wir besser machen können, was vielleicht nicht so gut war. Und dann bereiten wir uns auf Halle vor und dann gucken wir, was wir erreichen können. Glückwunsch nochmal zum Tor. Dankeschön.